Hallo, hallo, Kochen mit Andrea. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute einen Pistazienkuchen fürs Wochenende. Da habe ich Appetit drauf, habe mir alle Zutaten geholt. Und dann legen wir auch schon mal gleich los. Wir können alles im Thermomix reintun und dann zum Schluss verrühren. So, wir brauchen als erstes 300 Gramm Mehl. So, haben wir es doch schon. Ein Päckchen Backpulver. Das muss ich natürlich wieder suchen. Ich stelle mir immer alles hin, aber manchmal ist es dann trotzdem weg. Weil meine Küche einfach zu klein ist. So, 40 Gramm gemahlene Haselnüsse. Ich nehme jetzt Walnüsse. Könnt ihr auch nehmen. Aber auch gemahlene Haselnüsse. Haselnüsse. 40 Gramm. Jetzt kommt eine halbe reife Avocado. Die habe ich mir hier schon so zurechtgeschnitten. Reif ist er, aber guckt. So, und jetzt kommt 3 Esslöffel Pistaziencreme. Die habe ich mir heute letzten 2 Gläser ergattert. Guckt. Im Moment sind die immer irgendwie schnell weg. Hängt wahrscheinlich mit der Duba-Schokolade zusammen, die sie alle machen. Nummer 2, jetzt noch ein. So, dann haben wir das. Etwas Zitronensaft. Haben wir auch. Und jetzt kommt 200 Gramm weiche Butter. Ich nehme Backmargarine. Da kann man ja zurzeit wirklich nicht bezahlen, ey. So, haben wir. Und 200 Gramm Joghurt, Natur. So, haben wir auch drinne. Was haben wir jetzt noch?
drei Eier und 200 Gramm Zucker. Machen wir jetzt erstmal den Zucker. So, und jetzt kommen die drei Eier da rein. So, hoppala. Und jetzt haben wir es. Jetzt machen wir 2 Minuten. Auf Stufe 4. Dann gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich habe mir hier schon die Form genommen. Dann werde ich gleich ein. Backtrennmittel mache ich immer. Das klappt immer wunderbar. Backofen habe ich nun auf 180 Grad vorgeheizt. Der Kuchen soll dann 60 Minuten backen. Aber da müsst ihr auf jeden Fall gucken. Der muss bestimmt irgendwann abgedeckt werden mit Alufolie oder Backpapier. Weil er sonst verbrennt. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, dann habe ich den jetzt eingesprüht. Mein Backtrennmittel. Guckt. Nehme ich immer, bin ich echt mit zufrieden. Jetzt ich hier wieder rumgesaut. Aber so ist das, wenn man in der Küche was macht. Finde ich jedenfalls. Gleich gucken wir uns das Ergebnis an. Schauen, wie es aussieht. Und dann in der Zwischenzeit mache ich dann schon mal die Puderzuckerglasur hier oben drauf. Wer will, kann natürlich auch Schokolade drüber machen, das geht auch, weiße oder braune. Aber ich mache Zuckerguss drüber. Eigentlich sollte die noch eingefärbt werden, dass die so grün ist wie der Kuchen, aber das habe ich jetzt weggelassen. So sieht es schon mal aus. Guckt mal, ich werde den jetzt noch einmal hochstellen auf 5. Ich habe das umgewandelt, deswegen musste ich jetzt erstmal gucken. 20 Sekunden auf 5. Mal, wie es jetzt auch wird. Ist halt immer ein Versuch wert, ne? Guckt. Ich muss mal ganz kurz zur Klingel, gleich geht's weiter. Guckt mal. Ich habe jetzt kräftig durchgerührt, weil das gar nichts. Man hat nichts verändert. Vielleicht muss man das in 2 Stufen machen. Aber ich habe es jetzt kräftig durchgerührt. Mit dem Spatel. Guckt. Und so sieht es jetzt aus.
So kann man das dann nehmen. Wie gesagt, ich würde es in zwei Teile jetzt machen, aber man kann auch alles reintun und dann auf vier stellen, 2 Minuten und dann kräftig durchrühren den Teig. Dann ist dasselbe Ergebnis. So, ich tue ihn jetzt in der Backform. Guckt. Muss mal gucken hier. Ich euch zurechtruckele. So. So, guckt. So, und so geht er jetzt in den Ofen für 60 Minuten. Ich werde das hier oben noch abwischen. Hab schon mal probiert, schmeckt auch richtig lecker schon. Selbst der Teig. Wie gesagt, in 60 Minuten sehen wir uns dann wieder. Dann bis gleich. Mal so sieht er aus. Der war bei mir 55 Minuten im Backrohr. Ich habe den dann auch zugedeckt oben, aber ist trotzdem recht dunkel geworden. Aber so ist es halt. Und ein bisschen warm ist er noch. Ich habe jetzt hier Zuckerglasur gemacht. Guckt. Und wie gesagt, wer es mag, kann auch versuchen, den grün einzufärben. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil, ja, ich habe jetzt darauf verzichtet. Aber kann man halt machen. Oder man kann auch, wie gesagt, wer möchte, kann sogar eine Schokoglasur drauf machen. Im Braun oder Weiß. Da sind ja keine Grenzen für gesetzt, ne? Auch die hätte ich ein bisschen, na, weiß ich nicht. Vielleicht noch ein bisschen dicker machen können, aber wie gesagt, ich habe die mit Zitronensaft gemacht, nicht mit Wasser. Und bei mir reicht das so. Bin sowieso nicht so der Dekorierkönig. Manch einer kann das ja richtig toll, aber zu den Leuten gehöre ich leider nicht. So, guckt mal. So, lass es jetzt trocken werden. Und dann lassen wir es uns morgen schmecken. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Dann macht es einfach mal nach. Und anders passt gut auf euch auf. Und habt einen schönen Tag noch heute. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Video wiederhören. Bis dann, eure Andrea. Ciao.